Hallo meine Lieben, es ist mal wieder an der Zeit, dass wir zusammen basteln und ich habe mir jetzt dieses tolle Objekt für die Wand überlegt. Das heißt, hier arbeiten wir auf eine Leinwand. Wie ihr seht, wird diese Leinwand geschnitten, dadurch leuchtet das Licht dann durch und es bekommt so eine ganz tolle 3D-Optik. Ich drehe es gerade mal um, damit ihr auch seht, wie das von hinten aussieht. Schaut mal so. Das heißt, hier auf der Rückseite habe ich mein Motiv ausgemalt und ausgeschnitten und die Lichterkette habe ich jetzt lediglich am Rand befestigt. Ihr könnt die aber auch so richtig hier kreuz und quer, wenn ihr eine Lichterkette habt mit ganz vielen Lichtern, dann könnt ihr die auch hier innen richtig schön verteilen und einfach hier ein bisschen befestigen. Das sieht auch super, super schön aus. Wie gesagt, ich habe es mir auf der Rückseite aufgezeichnet und dann geschnitten. Ihr könnt es aber auch gerne, wenn es für euch leichter ist, das so machen, dass ihr euch auf einem Papier das Motiv draufmalt, dieses Papier auf die Rückseite der Leinwand befestigt, so ein bisschen ankleben und dann könnt ihr auch direkt auf dem Papier schneiden. Wenn ihr dann fertig geschnitten habt, entfernt ihr das Papier einfach und habt dann das Ergebnis fertig. Also auch das ist möglich. Ich zeige euch jetzt anhand von der großen Leinwand, wie ihr das herstellen könnt. Und einen Hinweis habe ich nur noch. Meine Leinwand hatte vorher hier noch so einen Holzbalken drin. Den habe ich entfernt, weil der nämlich sonst dunkel durchscheint. Also nehmt am besten eine Leinwand, die durchgehend ist, die hier in der Mitte keine Leisten hat. Und jetzt legen wir los. Ich habe hier schon mal ein bisschen angefangen und ihr sucht euch jetzt ein Motiv aus. Also ich finde es immer am schönsten jetzt in dem Fall mit diesen Blüten. Bei den Blüten müsst ihr nur beachten, wenn ihr die aufzeichnet, ich drehe es gerade mal um und mache auf dieser Seite eins, dass ihr eine Blüte zeichnet, die unten am Ende immer zusammen bleibt. Also es darf nicht ganz ausgeschnitten werden. Das heißt, wenn ihr euch die Blütenblätter macht, immer so, dass hier unten das zusammenhängend bleibt. Jetzt mache ich es mal vierblättrig, in der Mitte noch ein Loch dann zum Rausschneiden und auch hier dann wieder ein Blatt, das aber im unteren Bereich immer schön dran bleibt. Sollte es mal aus Versehen passieren, dass ihr es komplett ausschneidet, ist es auch nicht weiter schlimm. Wenn ihr das nicht frei zeichnen könnt, dann sucht euch vielleicht irgendwie eine Vorlage aus dem Internet. Ihr könnt aber auch Schablonen dafür verwenden oder auch Stempelmotive, die ihr einfach hier hinten aufstempelt. Das geht natürlich auch. Wenn ihr einen Schmetterling dazwischen haben möchtet, dann könnt ihr das auch schön mit so einer Schablone machen. Ich habe mir zum Beispiel den hier mal ausgewählt und setze den hier rein. Und auch hier ist es immer wichtig, dass ihr den dann nicht komplett malt, sondern immer eine Stelle offen lasst, sozusagen, die dann nicht ausgeschnitten wird. Wenn ihr euer Motiv fertig aufgezeichnet habt, dann legt ihr euch eine Schneidematte darunter und schneidet jetzt mit dem Cutter die einzelnen Sachen aus. Das heißt hier zum Beispiel das Blütenblatt. Und wie gesagt, immer im unteren Teil zusammenhängen lassen, damit es nicht komplett rausfällt, das Blatt, sondern eben immer an dem unteren Ende hängen bleibt. Hier seht ihr jetzt auch warum, denn jetzt werden dann diese Blütenblätter alle ein wenig hochgestellt, wenn das Ganze fertig ist. Und hier kann dann das Licht schön durchscheinen. Und das macht ihr jetzt mit eurem kompletten Motiv. Ein paar Tipps zum Schneiden. Solche Spitzenblätter lassen sich immer leichter schneiden als diese Rundungen. Also wenn ihr vielleicht anfangt, fangt lieber mit solchen Spitzenblättern an. Dann solltet ihr immer schauen, dass der Abstand zu den einzelnen Blättern etwas größer ist, also nicht zu eng ist, damit die Leinwand nicht reißt. Das ist mir jetzt hier zum Beispiel passiert, passiert mir auch mal. Da habe ich jetzt einfach mal wieder zugeklebt, das ist okay.
aber wenn ihr von vornherein darauf achtet, dann passiert das nicht. Und dass auch hier unten, dieser Teil hier unten, nicht zu schmal ist, denn auch hier ist die Gefahr, dass das dann abreißt. Das sind so ein paar Grundsachen, auf die ihr achten solltet. Ansonsten funktioniert es ganz gut. Wie gesagt, hier schön einschneiden. Ich fange hier wieder bei der Spitze an. So, und auch hier seht ihr, also dieser Abstand sollte nicht zu eng sein. Hier muss man ein bisschen festhalten manchmal, aber das ist okay. Wenn ihr jetzt alles sorgfältig eingeschnitten habt, dann dreht ihr die ganze Leinwand mal um und holt euch jetzt die ausgeschnittenen Teile ein bisschen nach oben. So, jetzt sieht das schon sehr schön plastisch aus alles. Und das seht ihr auch jetzt, wenn ihr mal so drüber guckt. Wunderschön. Jetzt muss nur noch die Lichterkette auf der Rückseite befestigt werden und schon kann das Ganze an die Wand und wunderschön leuchten. Die Lichterkette habe ich übrigens nur am Rand entlang gemacht. Ich hoffe, dass euch auch diese Technik wieder gut gefallen hat und ihr das nachmachen könnt. Würde mich natürlich wie immer über Kommentare freuen, über einen Daumen hoch. Und wenn ihr Fragen habt, einfach drauf losfragen. Ich freue mich auf das nächste Mal. Bis bald. Tschüss.